Hallo, heute schauen wir uns die Sonnenfinsternis jetzt im April an und die möchte ich mir auch unter verschiedenen Aspekten anschauen, denn diese Sonnenfinsternis ist nicht irgendeine, sondern sie findet exakt an der Stelle statt, wo auch schon die Sonnenfinsternis im Menschheitshoroskop stattgefunden hat. Also diese hier jetzt bei 8 Grad im Stier. Und im Menschheitshoroskop 1892 fand die Sonnenfinsternis bei 7 Grad im Stier statt. Ja, und es hat sich also immer wieder gezeigt, dass historische Ereignisse aufgetreten sind, wenn Konjunktionen mit dieser Achse 7 Grad Stier, 7 Grad Skorpion aufgetreten sind im weiteren Verlauf der Geschichte. Und das hier ist also exakt ein solches Ereignis. Also 8 Grad Stier entspricht genau dem, ja? Also Ereignisse wie der Zweite Weltkrieg, wie die Explosion von Tschernobyl, all das hat stattgefunden bei Konjunktionen von Finsternissen mit dieser Achse eben im Menschheitshoroskop. Ja, ich werde natürlich auch mal reinschauen, was habe ich denn damit zu tun? Ich hatte das letzten Oktober schon mal gemacht. Da habe ich auch im Video da ein bisschen ausführlicher darüber berichtet. Denn mein Aszendent bei 7 Grad Jungfrau, mein Mond bei 7 Grad Steinbock bildet also ein exaktes großes Trigon mit dieser Finsternis im Menschheitshoroskop auf 7 Grad Stier. Insofern ist da natürlich auch einiges an Resonanz einfach vorhanden und auch mein Mars hier bei 8 Grad in der Waage ist natürlich mit der Pluto-Neptun-Konjunktion auf 7 Grad Zwilling eng verbunden, also in einem direkten Trigon. Von daher ist das also durchaus keine Überraschung, dass ausgerechnet ich mich immer wieder intensiv auch mit diesem Menschheitshoroskop beschäftige, was uns eben, wie gesagt, über größere Zusammenhänge in der Entwicklung der Menschheit einfach Aufschluss geben kann. Und ich möchte auch im Laufe dieser Analyse des Horoskops dieser Sonnenfinsternis darauf eingehen, was dieses große Quadrat und die Finsternisse dazu und eben insbesondere jetzt diese Sonnenfinsternis für Auswirkungen auf die Erde haben. Denn da sind Planeten beteiligt, die auf massive Reaktionen in der Erde hinweisen, also insbesondere Mars, Uranus und natürlich auch Pluto, das zusammen und dann eben mit einer entsprechenden Finsternis noch verbunden. Da gibt es natürlich einiges an Resonanzen. Vieles davon haben wir in den letzten Tagen auch schon sehen können, wo sich da Dinge andeuten. Also dieses starke Beben vor Chile. Also hier im Bereich des Pazifik sehe ich eben etwas für den Tag der Sonnenfinsternis auch. Und das bewegt sich natürlich immer im Rahmen darum herum. Und da das so ein großes Ereignis ist, würde ich dem nicht nur 15 Tage vorne und hinten weg geben, sondern durchaus 30 Tage, weil das eben ein sehr stark auf das Menschheitshoroskop bezogener Zeitpunkt jetzt auch ist. Ja, wir haben den Yellowstone Nationalpark, da ist ein Riesenvulkan und wenn der ausbricht, dann ja, das verändert das Erdklima binnen Wochen. Und da sind ja schon fluchtartige Reaktionen von Tieren zu beobachten. Dann der ganze Bereich um Island herum, der Atlantikgraben hier, da hat es auch schon gebebt. Und der Indische Ozean, das ist ja interessanterweise auch in der Nähe
des Tsunamis von 2004. Und da ist direkt auf Sri Lanka hier ein sehr, sehr kritischer Punkt. Und dann noch dieser Bereich hier östlich von Japan, östlich der russischen Ostküste auch und in Kamtschatka hat auch schon ein Vulkan in den letzten Tagen ziemlich gespuckt. Wenn wir uns zum Beispiel etwas anschauen, das nennt sich der Ring of Fire. Ja, also davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und das ist also hier im gesamten Pazifik und man nennt das auch die pazifische Platte. Und an diesen Rändern knirscht und kracht es ja über Jahre, jetzt ja schon immer wieder. Und das Interessante ist eben, wenn wir uns jetzt diese Astro-Weltkarte für die Finsternis anschauen, da wäre ja dieser Ring of Fire eben hier entlang und hier entlang, ja. Und dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass eben genau hier und genau hier tatsächlich bei dieser Finsternis, und zwar vom großen Quadrat her. Also wir haben ja jetzt dieses große Quadrat, was man auf den Horoskopen ja wunderbar sehen kann. Also das hier im Uranus, Pluto, Mars und Jupiter sind da beteiligt. Und genau diese Planeten befinden sich eben in Kreuzungen dieser Planetenlinien jetzt bei der Finsternis. Und zwar eben exakt auf dem Verlauf dieses Ring of Fire. Das ist eben etwas, was doch sehr, sehr auffällt. Und zwar insbesondere Mars-Uranus und hier auch. Also Mars-Uranus und hier auch Pluto-Jupiter und hier eben ja auch in der Kreuzung mit Pluto-Jupiter. Also das ist schon sehr, sehr auffällig. Und es finden ja auch gerade, also wir können wirklich jetzt so seit, wenn man sich so die letzten 2 Wochen anschaut, finden ständig Erdbeben auf genau diesen Linien statt, ja? Oder um diese Linien herum. Also wir hatten vor kurzem jetzt dieses starke Erdbeben hier vor Chile und gerade jetzt gab es bei den Solomon Islands, die sind hier, also auch auf diesen Linien, gab es ein starkes Erdbeben, wovon hier berichtet wird. Das ist das hier, genau. Also da waren die Erdbeben, da ist Australien, Papua-Neuguinea und genau hier, ne, Solomon Islands, da läuft eben auch laufen diese Linien durch. Insofern, und es geht bis in den Indischen Ozean hinein. Das wird ja auch auf dieser Grafik deutlich. Da sieht man das hier, ne, da vor Indonesien. Und die nächste große Kreuzung findet ja dann hier über Sri Lanka statt, ne? Eine dieser Dutch Sins, der sagt eben auch hier, dass es in großer Tiefe, also um die 500 Kilometer Tiefe, eben zu Magmaströmen und Erdbeben kommt, was eben auch darauf hinweist, dass eben in dieser Tiefe tatsächlich etwas Größeres auch sich bewegt. Und ich betone das also hier auch noch mal wirklich so ein großes Quadrat in der Konstellation, das ist etwas Größeres. Und ich will gleich auch noch einen Blick ins Human Design der Finsternis werfen, denn auch das gibt uns einige Aufschlüsse darüber, was da eigentlich thematisch so geboten ist. Denn das ist ja letzten Endes
das Entscheidende, also für jeden Einzelnen auch, wie stelle ich mich innerlich auf etwas ein? Also, ja, verkrieche ich mich, ignoriere ich es, blende ich es aus oder bereite ich mich auf Eventualitäten vor, sei es äußerlich als auch innerlich, und schaue eben, was da entsprechend dann geboten ist. Und da ist dieses Human Design auch ziemlich interessant. Das ist also das Human Design direkt der Finsternis. Auch da ist für mich, ich erzähle das nicht, um mich irgendwie wichtig zu machen, sondern ich erzähle das einfach auch, um zu zeigen, wo ist die Resonanz, warum spreche ich über solche Dinge. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 direkte Übereinstimmungen mit diesem Horoskop und habe auch noch dieses und dieses Tor, also 7 insgesamt, die eben übereinstimmend definiert sind in diesem Design. Und dieses Design ist schon sehr, sehr interessant. Zum einen sehen wir, es geht nur um die unteren Zentren. Also, und das hier ist der ganze Bereich, den ich als das untere Selbst bezeichne. Also Sakralchakra, Wurzelchakra und Milzzentrum. Das wären auch im Enneagramm die Punkte 8, 1 und 9. Und dazu eben noch den Solarplexus, also das sozusagen niedrigste Zentrum im mittleren Selbst. Das heißt, wir bewegen uns auf einen Bereich zu, wo starke Neudefinitionen in diesem Bereich unteres Selbst, Unterbewusstsein der Menschen stattfinden. Und da soll natürlich eigentlich Wachstum stattfinden. Aber natürlich hat die Regierung, die Weltregierung, diese ganze NWO-Elite kein Interesse daran, dass Menschen sich weiterentwickeln, dass wir aufwachen, dass jeder für sich selbst Verantwortung übernimmt und wir miteinander freundlich interagieren und eben, wie gesagt, selbst Verantwortung übernehmen. Das ist ja nicht deren Anliegen. Deren Anliegen ist ja, uns so gut es geht zu kontrollieren und eben auch auszunehmen. Und also was eben hier sehr auffällt, sind diese beiden Tore, 38 und 39, die sind beide hochgradig provokativ. Aber diese Tore haben einfach einen gewissen Druck und Kopfzentrum und Wurzelchakra sind eben Druckzentren. Das heißt, da wird vom Leben Druck ausgeübt und dieser Druck soll Veränderungen bringen. Und dieser Kanal 28, 38.